eine umgebaute Almtenne in Adnet, Anfang August. Noch bevor es nach Neuseeland geht, beschreitet der ÖSV hier neue Wege. Konditionstrainer Florian Putz verrät, wie es geht. Also im Boxen muss man auf Sachen sehr schnell reagieren können. Das ist beim Slalomfahren genau das Gleiche. Und auch die Körperspannung und das Durchhaltevermögen, dass man wirklich von Start bis ins Ziel richtig Gas gibt, ist sehr nahe zum Boxen. Die Damen sind mit vollem Herzen und gut verpackten Fäusten bei der Sache. Ein Feuer, das auch ihr Boxcoach und mehrfacher Staatsmeister in der Amateurliga Conny König vermittelt. Durchhaltevermögen steigern. Ich muss durchkommen, muss durchfighten, ich muss mich durchboxen. Das ist das Ziel. Gibt es jemanden, der besonders raussticht? Besonders raussticht. Die Carmen hat sehr kräftige Schläge. Kathi ist heute das erste Mal da. Macht es hervorragend, wie wenn schon zwei Mal trainiert hat bei mir. Es sind alle überaus tüchtig. Also die nächste Karriere ist gewiss. Wenn es Skifahren nicht mehr taugt, boxen jederzeit. Und tatsächlich, bedenkt man, dass der durchschnittliche Slalomlauf nach einer Minute vorbei ist, erklärt sich das euphorische Urteil. Ich meine, wir machen das kein Mann gegen Mann. Ich glaube, da waren wir, oder ich persönlich war jetzt nicht dafür, dass ich da jetzt irgendwie reinhaue. Aber nein, auf alle Fälle, es motiviert schon. Und da gegen die Geräte zum Schlagen, ist lässig.